Bemerkungen zu zwei typischen Aufgaben der Analysis. Erst Spritze und dann da unten, hier bin ich da unten irgendwas zum Wasserdurchfluss und so. Und bei dieser Spritze ist gegeben, ich habe hier eine, ja, ich kriege eine Dosis in mein Blut und nach 12 Stunden ist es wieder bei 0. Ja, und mein F von X, das ist mein F von X, gibt an, wie das jetzt da so runterläuft. Und in dem Fall, ich mache mal rot, F' von X, das gibt die Änderung an. Das heißt, hier an der Stelle, da wäre so richtig, meine Schmerzmittel wären weniger. Ich merke es, wie jede Minute es wird weniger. Das heißt, hier, da ist F' maximal. Hier ist ja F' gleich 0, keine Änderung. Und da oben ist hier auch F' gleich 0, ja, auch keine Änderung. Und F' maximal bedeutet F2' gleich 0, das ist nämlich der Wendepunkt. Also manchmal fragen sie nach der maximalen Änderungsrate. Ja? Und das ist dann die zweite Ableitung. Und die Änderungsrate ist die erste Ableitung. Und die Änderungsrate ist ja immer die lokale. Also an dem Punkt, wie ändert sich da gerade die Dosis des Medikaments in meinem Blut? Und wie ändert sich an dem Punkt die Dosis des Medikaments in meinem Blut? Aber vielleicht wollen die manchmal nur die mittlere. Ja, mittlere Änderungsrate oder irgend sowas anscheinend. Das heißt, ich sage, bei 0 bin ich hier, bei 12 bin ich hier und dann mache ich hier so ein Dreieck hoch durch quer und habe eine Steigung. Und das ist die mittlere Steigung. Und wenn ich die jetzt wieder wegradiere, ja, die Ableitung ist ja immer das Die Ableitung ist ja dann immer hier so rot, so an dem Punkt immer diese Steigungsstreiche. Genau, und jetzt eine andere Aufgabe. Ich habe hier Wasser. Ich lasse Wasser in meine Badewanne und jetzt habe ich an der Stelle Liter pro Minute, ja, und hier die Zeit in Minuten. Das heißt also, wie sehr drehe ich diesen Wasserhahn blau? Wasserhahn auf, ja, wie viele Liter pro Minute kommen? Und das Interessante ist, die Fläche ist ja, das hat ja was zu tun, wie so, also Fläche ist ja immer so Länge mal Breite, ja. Und in dem Fall ist die Fläche das Integral. Und ja, Liter pro Minute mal Minute, ja, da kommen Liter raus. Das heißt also, wenn hier die Funktion, also die Funktion f von x, eigentlich schon eine Änderungsrate ist, nämlich Liter pro Minute, nicht absolute Liter, dann bekomme ich über das Integral die Liter. Genau, und das ist häufig so. Also müssen keine Liter sein, aber irgendwas, ja, dass ich integriere und die Menge bekomme. Wenn die Y-Achse eben irgend sowas pro Zeit ist. Ja, Geld pro Zeit, dann integriere ich damit das gesamte Geld. Glück pro Zeit, Integration, gesamte Glück.